Jedes zweite Selbsthilfebuch sagt dir, du musst an deinen negativen Glaubenssätzen arbeiten, du musst deine Glaubenssätze auflösen, umdrehen oder was auch immer. Und du stellst fest, ich versuche es ja, aber es klappt nicht. In diesem Video möchte ich dir einen Gedanken dazu geben, warum das bei den meisten Menschen nicht klappt. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon, ich bin klinischer Psychologe und ich helfe Menschen, sich zu entwickeln, in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln, um glücklicher zu sein und auch glücklichere Beziehungen zu führen. In diesem Video geht es um die Frage, warum schaffen es die meisten Leute nicht, ihre negativen Glaubenssätze zu verändern? Und ich möchte dir in diesem Video einen Gedanken anbieten, eine Metapher anbieten, die das sehr, sehr gut verdeutlicht aus meiner Sicht. Ja, wenn du schon daran gearbeitet hast und versucht hast, deine Glaubenssätze zu verändern und es hat bisher nicht geklappt, dann bleib einfach bis zum Ende dran. Das Video wird nicht lange dauern und du wirst eine sehr, sehr gute Antwort haben, wie du am besten weiter verfährst. Ich sage immer, und das ist quasi die Metapher, die ich eigentlich jeden Tag nutze, wenn Interessenten sich für mein Coaching-Programm interessieren, Glaubenssätze generell sind wie Pflanzen. Ja, man kann sie positiv beeinflussen, man kann ihnen Wasser geben, man kann ihnen Sonnenlicht geben und das sollte ihnen helfen, gesünder zu werden. So, jetzt ist aber eine Sache ganz, ganz wichtig. Deine Glaubenssätze können ja quasi gesund und ungesund sein, ne? Aber egal wie die Glaubenssätze erstmal sind, selbst wenn du gesunde Pflanzen haben könntest durch Sonne und Wasser, darfst du nie vergessen, diese Pflanzen wachsen nicht im luftleeren Raum, sondern die wachsen auf einem Boden. Und wenn dieser Boden giftig ist, toxisch ist, kannst du den Pflanzen, also deinen Glaubenssätzen, so viel Wasser und Sonne geben, wie du willst, die werden nicht gesund. Und jetzt ist ja quasi die Frage, die sich anschließt, was ist denn ein giftiger Boden? Nun, der Boden generell ist deine Vergangenheit. Es ist das, was du bisher erlebt hast in deinem Leben. Du bist von mir aus 30, 40, 50 oder ich habe sogar manchmal 70-Jährige, die sich an mich wenden. Egal wie alt du bist, du hast eine Vergangenheit. Und einer der Leitsprüche, die ich immer vertrete, ist, wir sind alle das Produkt unserer vergangenen Erfahrungen. Und besonders der Kindheit und Jugend, denn da sind wir am meisten formbar. Natürlich gibt es im Erwachsenenalter noch Erfahrungen, die uns sehr formen können und beeinflussen können. Ja, also ein Vertrauensbruch, eine Trennung, gefeuert werden, ein Verlust und so weiter und so fort. Aber am prägbarsten sind wir in der Kindheit und Jugend. Und wenn wir in unserer Kindheit und Jugend Dinge erlebt haben, die nicht in Ordnung waren, dazu müssen wir nicht mal eine schlechte Kindheit gehabt haben, aber wenn wir quasi Dinge erlebt haben, die negativ für unsere Entwicklung waren, dann vergiftet das unseren Boden. Dann entwickelt sich daraus unter Umständen ein toxischer Boden. Und wenn du diesen toxischen Boden hast, durch negative prägende Erfahrungen in der Kindheit, dann kannst du mit den Glaubenssätzen nichts machen, solange der Boden noch kaputt ist. Deswegen ist meine Hauptaussage oder das, was ich den Leuten ans Herz lege, kümmert euch erst um die Prägungen, um den Boden, macht den Boden gesund. Und dann funktioniert es auch, den Pflanzen Wasser und Licht zu geben. Ja? Wenn du geprägt bist durch extreme Vertrauensbrüche in der Kindheit, wenn du zum Beispiel durch vertraute Personen, die haben dich immer hintergangen, dir Schmerz zugefügt, sei es mal körperlicher oder psychischer Art. Und du hast als Kind gelernt, ich darf nicht vertrauen, weil ich kann nicht mal, wenn ich nicht meiner Kernfamilie vertrauen kann, wie soll ich denn der Welt vertrauen? Und wenn du das gelernt hast, wenn du so eine prägende Erfahrung gemacht hast, dann bringt es nichts zu sagen, ja, also ich drehe jetzt mal meinen Glaubenssatz um, man kann Menschen nicht vertrauen, man kann Menschen vertrauen. Das ist unrealistisch. Es ist absolut unrealistisch, diesen Glaubenssatz einfach so zu verändern, weil wenn du das schon probiert hast, dann wird dir eine Sache aufgefallen sein. Ganz häufig glauben wir uns selbst nicht, wenn wir das machen. Wenn wir versuchen, Glaubenssätze umzudrehen oder anzuzweifeln oder sonst irgendwas. Ja, wir müssen uns der Vergangenheit einmal emotional widmen. Ja, das Aufarbeiten, also das Konfrontieren, das nochmal fühlen, um das loslassen zu können.
Das nennt man Entmachtung. Ja? Wenn wir das gemacht haben, wir haben uns emotional befreit, dann ist es wie, als wenn der Boden Stück für Stück wieder gesünder wird. Und dann können wir irgendwann auch glauben, dass es eine andere Realität geben kann, als das, was wir in unserem Kopf denken. Ja? Wenn wir immer gelernt haben, wenn ich als Kind was mache, was Mama und Papa nicht gut finden, dann entziehen sie mir Liebe, dann ziehen die sich zurück, dann halten die mich auf Abstand oder dann schreien die mich an oder schlagen mich oder was weiß ich. Also wenn das Kind gelernt hat, wenn ich für mich einstehe, ist das schlecht für mich, dann verliere ich geliebte Menschen. Verlieren ist immer relativ, ne? Ist in den Augen des Kindes. Dann ist es extrem schwierig, diese Glaubenssätze zu verändern, wenn das Gefühl noch verankert ist. Das heißt, erst den Boden gesund machen, dann die Pflanzen. Und das ist der Grund, warum es bei den meisten Menschen nicht funktioniert, weil diese ganzen Selbsthilfebücher erst bei den Glaubenssätzen anfangen. Deswegen meine Empfehlung für dich, wenn du das gehört hast und du sagst, das ist totaler Bullshit, glaube ich nicht, okay, musst du nichts machen. Wenn du das gehört hast und denkst, das macht Sinn, dann guck danach. Versuch dich, ne, also widme dich deiner Vergangenheit. Das geht zu einem Stück auch alleine, weil manchmal schon Erkenntnis und Klarheit darüber, was passiert ist, uns manchmal hilft. Und aber es ist alleine halt tatsächlich schwieriger. Also auch ich für mich alleine habe mehr Schwierigkeiten, als wenn ich mir Unterstützung hole. Und wenn du selber sagst, du hast eine wirkliche Entwicklungsmotivation und du hast die Nase voll von deinen Prägungen und dass dich das wiederkehrend beeinflusst im Erwachsenenalter, du hast wirklich den Willen, da rauszuwachsen, dann lade ich dich ein, unten in der Box mal auf den Link zu klicken. Da kommst du zu einem Formular, wo du dich für ein kostenloses Erstgespräch bewerben kannst oder anmelden kannst, wie auch immer. Weil dann kann ich nämlich gucken, das, was du da beschreibst an Thematik, deine Probleme und deine Ziele, passt das dazu? Passe ich dazu? Bin ich da der beste Ansprechpartner? Und wenn das so ist, dann machen wir beide ein kostenloses Erstgespräch, wo wir genau das anschauen. Wo stehst du? Also wovon willst du weg? Wo willst du hin? Und wenn ich das verstanden habe, kann ich dir genau sagen, welchen Weg du gehen solltest. Also welche Schritte du durchlaufen müsstest, um dahin zu kommen. Genau, ich hoffe, das war eine Antwort, die dich weitergebracht hat. Ja, warum klappt das mit dem Glaubenssatzarbeit meistens nicht? Denn, und das will ich nochmal betonen, habe ich bisher noch nicht in diesem Video, Glaubenssatzarbeit funktioniert. Sie funktioniert grundsätzlich und sie ist auch wichtig. Ja, sie ist auch Teil meiner Arbeit, aber zum richtigen Zeitpunkt. Ja, nicht in der falschen Reihenfolge. Also, wenn dir das gefallen hat, Daumen hoch, teil das Video mit jemandem, der das hören muss. Und wenn du selber vielleicht eine Frage hast oder einen Videowunsch, hau es mir in die Kommentare. Und dann schreibe ich mir das auf die Liste und dann kommen irgendwann die Themen alle nacheinander raus. Und wenn du das nicht verpassen willst, abonniere den Kanal und denk dran, mach das Glöckchen an, damit du auch wirklich benachrichtigt wirst, wenn meine Videos online gehen. Ansonsten vielen Dank, wie immer, für dein Vertrauen, für deine Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.